Moin Leute, herzlich willkommen hier zurück auf NF Marsch im Marsch-Krimi. Ja, wirklich Krimi. Mir macht sich nass, ne? Also das ist nicht von der Hand zu weisen, unser Hyundai. Da müssen wir das nächste Mal einen anderen Wagen, Schlepper vorhängen vom Ladewagen. Also jetzt muss das gerade erst noch so gehen. Weil nichts anderes im Endeffekt jetzt gerade so frei ist. Ja doch schon, aber wir machen das jetzt so, bis er dann gleich am Hof ist. Am Hof können wir Schlepper tauschen, das ist ja kein Problem. Also das kriegen wir hin, dann kommt der Zehringer da eben vor und dann soll das wohl wieder laufen. Ne? Ja, viel passiert ist noch nicht. Sitzt mir noch? Ich bin im Moment nicht so gut drauf. Ja, gibt es ja offen noch nicht zu. Oh, alles ein bisschen viel in letzter Zeit. Ne, hier zu Hause drumherum und mit Mama, das wird nicht besser. Dann muss man ab und zu mal Tribut zahlen. Ne? So, aber nichtsdestotrotz lassen wir uns jetzt hier unterkriegen. Gibt eine Neuerung am Hof, sehen wir auch gleich noch. Deswegen haben wir auch weniger Kohle. Aber ich habe noch einen Schlepper gekauft. Ich habe mir gedacht, Svenny, wenn du es jetzt nicht mehr hast, dann machst du es nie. War ist Mittelklasse Schlepper. Ich habe noch einen uns gegönnt. Wir brauchen ja doch ein bisschen mehr Schlepper im Moment. Auch wenn sie wieder zu Zeiten nur rumstehen am Hof. Ja, dann ist das halt so. Aber ich habe uns jetzt noch einen gegönnt, sonst kommen wir mit der Arbeit nicht mehr. Ey, sagen wir, wie es ist. Es stapelt sich die Arbeit durch die Mission. Ja, wir haben bis jetzt nur eine Mission angefangen. Aber irgendwie muss es ja auch mal her werden hier noch über das Gebünse. Das wird nämlich noch bornig knapp mit uns. Was so läuft, läuft. Ne? Oder was an der Arbeit ist, an der Arbeit. Läuft auch ganz gut. Also von daher wollen wir uns mal nicht beschweren, ne? Ne, wir wollen uns nicht beschweren. Das ist alles gut, so wie es ist. Das ist halt so im Leben. Wenn Regen, dann Regen. Wir haben zwar weiter geerntet, aber normal ist es doch so, wenn es regnet, hast du weniger Ertrag. Deswegen habe ich schnell gespult. Hat mich auch ordentlich Euronen gekostet und musste dafür wieder einen Kredit. Muss meinem Wagen weiterlaufen? Den müssen wir auch nochmal zurückzahlen, ne? Ja, müssen wir auch noch wieder machen. Wir müssen jetzt auch erstmal sehen, dass wir noch ein paar Euronen regenerieren. Könnten noch ein bisschen was verklappern, aber das machen wir wahrscheinlich jetzt im nächsten Winter. Wir haben jetzt noch so viel Arbeit. Ne, lass mal. Die Arbeit ist jetzt wichtiger wie das Verklappern. Müssen wir uns nichts vormachen, das ist mal so ein Leben. Nee. Verklappern können wir immer noch. Und dann kaufen wir was Richtiges oder zahlen Kredit zurück oder wie auch immer. Ich schätze eher, dass wir anfangen werden, auch Kredit jetzt wieder weiter zurückzuzahlen. Das nervt einen doch schon manchmal. Ist halt so. Ja, wir zahlen die Zinsen dafür, das ist auch klar, aber irgendwann ist es auch mal gut gewesen mit Zinsen, ne? Das sind ja auch ein paar Euronen, die du da im Jahr für hinlegst, für Kreditzinsen. Okay, wir haben ja einen ziemlich hohen Kredit, aber irgendwie musst du den Laden ja auch ans Laufen bringen. Und dadurch, dass ich meinen Hof selber gebaut habe, war natürlich auch nicht gerade billig alles. Mit Foodpark und so. Und dadurch, dass wir hier keine Missionen machen können, wo wir nicht die Maschinenform ist ja da dann auch wieder so eine Sache, ne? Die halt ein bisschen den Schwierigkeitsgrad erhöht hat. Aber davon lassen wir uns nicht unterkriegen. Ne? Nee, ja klar, ne? Wir haben alle Zeit der Welt. Man sieht schon die wildesten Clickbaits wegen was LS25 angeht, aber wenn die Leute das alle glauben, wenn sie das gucken, dann sollen sie das machen. Mein Wissensstand ist bis jetzt noch gar nichts. Ich weiß ja nicht, wie euer Wissensstand ist, aber ich gehe davon aus, dass wir dieses Jahr nicht einen neuen LS kriegen. Das wäre ja ein Hammer zur Form kommen. Wir werden sehen. Meine Spekulation. Und wie gesagt, ich brauche noch keinen neuen LS. Jetzt ist der 22er richtig gut. Es sind richtig gute Maschinen draußen. Es sind gute Maps draußen. Was willst du denn noch mehr? Wenn du jetzt einen neuen LS kriegst, dann fängst du wieder komplett bei Null an. Nee, muss ich noch nicht so haben. Ich hab ganz ehrlich, ja, wir sollten hier im Moment einen Schwader hinfahren, dann Zeug mal aus der Ecke rausschwaden. Dann haben wir auch das nächste Mal wieder Zeit. Oh, er ist angekommen, der muss gleich wieder los.
Wir müssen halt noch anderthalb Wiesen Gras schwarz machen. Aber das kommt uns zugute. Das kommt nämlich direkt in den Schafstall. Die sind nämlich unzufrieden. Da wollen nämlich nicht mehr so viel Gras drin. Wiese 20. Den Grasschwert habe ich da schon komplett reingefahren. Und wir machen den Stall jetzt voll da mit Gras. So langsam haben wir nämlich auch keine freie Lagerkapazität mehr in unserem Bonnlager. Also so, puh. Wir haben schon ganz gut gewirtschaftet. Und ich habe noch Heuballen auf der Fläche. Wir müssen die eigentlich mal wegstapeln. Und Zeit kommt rad. Sagen wir, wie es ist. Wiese 9 müsste nämlich jetzt fertig gepresst sein. So, du fährst zum Hof. Alles klar. Hier, das ist unser neuer. Ich habe uns mal einen JCB gegönnt. So, der kommt dann auch hinterher so ein bisschen an Düngerstreuer. Kann unter dem Feld spritzen. Der ist auch ein bisschen fixer unterwegs. Hat mich auch schlappe 230.000 Glocken gekostet, aber irgendwie war mir das jetzt mal egal. Der wird dann so ein bisschen mit Dünger moppet und so. Kann man eine Presse ziehen zur Not. Ansonsten wird er echt mehr fürs Düngen und Pflanzenschutz eingesetzt. So war mein Plan dahinter, der ist ziemlich fix unterwegs. Ist mal schnell von A nach B. Kann auch mal zur Not einen Wagen noch ziehen. So war meine Intention dahinter. Er kalkt Feld 72, weil da wollen wir ja noch unbedingt eigentlich Weizen sehen, ne? Deswegen, er ist hier fleißig, ne? Er tut Feld 19 die Sonnenblumen runterreißen. Die hat auch schon ordentlich was gegeben. Gucken wir auch gleich mal. Er wird schon wieder den nächsten Wagen nehmen. Das ist richtig gut. Die sind fleißig, ne? Also die haben auch schon ein bisschen was geschafft. Also es ist nicht so, dass wir da nicht vorankommen. Shari fühlt sich gestört. Entschuldigung, Shari, dass ich hier erzähle. Ich werde mich bessern. Wie sieht's hier, ne? Der ist schon ordentlich was abgebissen. Ja, Entschuldigung. Tut mir auch leid, Charlie, aber ab und zu muss ich auch mal was erzählen. Das kriegen wir auf jeden Fall hin. Dann haben wir hier noch. Wir werden mit unserem Ernten fertig. Also da mache ich mir keine Sorgen drum. Der Luzern ist noch nicht erntereif. Ich glaube, die ist hier hinten. Die ist erntereif und die hier ist erntereif. Aber die mähen wir nächsten Ingame-Tag. Da mache ich mir auch gar keinen Stress. Aber ihr seht, wir kommen voran. Aber wir haben auch schon ordentlich was abgefahren, ne? Also, Junge, Junge, Junge. BGA hatte ich jetzt wieder Silage reingefahren. Ne? Methan ist noch natürlich Mangelware. Ne? Den Dünger habe ich noch gar nicht rausgefahren. Müssen wir auch noch machen. Fermenter, ne? Läuft vor sich hin. Ich fahre jetzt, bin gerade am Silage rausfahren. Ja, wir werden auch zu viel Silage haben demnächst. Ja, toll. Können wir demnächst alle verklappern oder setzen eine zweite BGA? Der Trend geht zur zweiten BGA. Das mussten wir leider einstellen, ne? Hier ist noch alles schickifeini, obwohl der Trend geht zur zweit BGA. Wir müssen demnächst mehr Silage haben für den Kuhstall. Die machen fleißig, ne? Also das ist kein Problem, da ich ja letztens so dolzig war und habe diese Holzfäller alle auf Einlagern gestellt gehabt, ne? Machen die jetzt das Sägewerk im Endeffekt voll. Wir können demnächst mal einen Holzfäller ausstellen, eine Zeit lang, dass sie wieder ein bisschen weniger machen. Hier läuft noch, hier ist noch ein bisschen Diesel drin. Ich hatte das angestellt wegen den Steinen. Die brauchen wir ja für die Zuckerfabrik. Wir haben 450.000 Liter Kompost, das ist gut, die brauchen wir auch noch. Ne? Hefe läuft, ne? 3.000 Liter Hefe, 845 Siliermittel. Hier ist ordentlich Mehl da. Jetzt sind schon über 150.000 Liter Mehl, das ist gut. Können wir demnächst mal verklappern. Ja, hier läuft wieder langsam vor sich hin, ne? Aber da machen wir, da ist auch kein Stress, ne? Also wie gesagt, wir machen uns jetzt auch gar keinen Stress, also. 32.000 Liter Joghurt haben wir schon wieder, also läuft. Herbizid hatte ich ja angestellt, ne? Tabak müssen wir nur mal umfahren. Wir müssen eh nächsten Ingame-Tag mal ziemlich viel umfahren, Silos leer machen und dies und das. Die müssen wir heute Abend ausstellen. Hat aber gut produziert, ne? Also da können wir auch nicht sagen, Fiesig wird auf jeden Fall reichen, ne? Ihr seht's. Sonnenblumen 385.000 Liter, das ist gut. Raps wird auf jeden Fall nicht reichen, aber wir haben auch wieder 37.000 Liter Diesel. Also jetzt macht das ja auch Kasala. Schweinefutter, weiß ich noch nicht, ob wir es behalten oder nicht. Ich habe noch keinen Plan.
Die laufen eh, schnetzelt jetzt fleißig, ne? Sind 287.000 Liter drin, das muss laufen, läuft. Saatgutproduktion, ne? Laufen nur noch die Erbsen, aber wir haben auch 140.000 Liter Saatgut. Ja, Sägewerk ist voll, ne? Wir können die nächsten zwei Holzfäller ausstellen. Aber ich möchte noch ein bisschen laufen lassen wegen den Hackschnitzeln, ne? Also wir müssen auch noch Hackschnitzel eigentlich umfahren. Müssen wir später machen. Werkstatt ist wieder am Produzieren, das läuft, ne? Ja, und Zellstofffabrik, ja, läuft auch fleißig vor sich hin, ne? Mit Isolierung hier, mit Hammschwad und dies und das, ne? Also das läuft. Wir haben noch 350.000 Liter Hackschnitzel, ist alles okay. Zuckerfabrik, ne? Die macht jetzt auch fleißig Kala-Sala. Sind auch schon 50.000 Liter Zucker da. Das können wir direkt verkaufen. Brauche ich nicht Abwasser. Kalk macht es auch. Kompost kommt auch noch dazu. Also, es läuft. Sagen wir, wie es ist. Wir haben hier noch Ruhe. Die sind auch noch gut beisammen. Ne? Da habe ich die Kälber jetzt gar nicht umgefahren. Die müssen wir demnächst auch mal umfahren. Ne? Jetzt zum Winter lohnt sich das nicht mehr. Die anderen müssen jetzt hier sind die Gesundheit, Reproduktion. Die sind jetzt 18 Monate alt, die kommen bald rüber. Die sind auch in der Geschlechtsreife. Dann haben wir auch wieder mehr Platz im Stall. Dann passt das nochmal. Könnten die eigentlich jetzt rübergefahren werden in den Kuhstall und wir holen die anderen Kälber raus. Müssen wir so als Winterarbeit machen. Wie gesagt, hier sind wir jetzt am Gras reinfahren. Den fahren wir voll, weil wir Zeit. Hühner? Oh, die brauchen Getreide. Da müssen wir auch mal eben gleich einen Wagen Getreide hinfahren. Wenn wir gerade am Hof sind, hier läuft, ne? Also das läuft. Die sind fleißig, ne? Wie gesagt, das ist bald Geschichte. Er steht hier, hat eine Balle hinter sich, wartet jetzt auf besser Wetter. Das ist ein Schiebkram. Das ist. Oh, ich hab die Taste noch gar nicht heute an. Was ist denn hier los? Ja, ich wollte eine kurze Folge machen und dann kommt heute der Computer aus. Ich muss mal Pause machen. Also die könnte man rein theoretisch auch einsammeln. Der ist da. Er wartet hier, er wartet da. Er kommt zurück. Du bist hier in Form. Er fährt hier. Den wollte ich haben. Deswegen bin ich hier hingehüppelt. Der muss Steine sammeln. Damit das wieder läuft. Ganz wichtig. Das muss rennen, das Business mit dem Steine sammeln, dass wir dann diesen Ingame-Tag noch den Weizen gedrillt kriegen. Ne? So ist der ganz wichtige Plan. Vorplan. Nennen wir es Vorplan. So ist der Vorplan. Deswegen soll der jetzt Steine sammeln. Dann können wir nämlich Feld 72 auf jeden Fall noch Weizen sehen. Ne? Ganz wichtig. Der Rest können wir nächsten Ingame-Tag machen. Das läuft uns jetzt nicht mehr weg, aber. Das Feld 72 muss fertig. Das muss fertig. Feld 72. Vorher ist hier gar nichts. Aber ich denke, wir werden auch alles erst abernten und dann können wir nächsten Ingame-Tag in Ruhe. Und wir müssen noch einen weiter, ne? Hallo, bin ich da dran vorbeigesäppelt? Hier, Feld 72. Und hier hin. Hofsilo abladen, Steine, kein Kurs. Schwuppdiwuppdiwuppdiwupp. Speicher muss er wieder mal. Ich bin hier dran vorbeigesäppelt, ich Idiot, ne? Ich muss hier gucken. Ich weiß gar nicht, haben wir da überhaupt einen Steinesammelkurs? Ja, guck mal. Kursladen aktivieren. Danke dafür. Kraftstoff reicht noch. Dann seh zu, Kollege. Heckengas. Mach voll und fertig. Dich müssten wir auch mal zum Hof fahren, ne? Laden wir ihm die letzten Eier ab. Dann kann der nämlich zum Hof, wenn Wolle wieder ein Stissel ist. Dass er direkt da steht, ne? Dann schmeißen wir ihn nämlich direkt da drauf. Du kommst hier rein, ne? Lems mit Lala. Guck, das läuft.
In den nehme ich ruf Svenny vor. Du kannst mal tanken, wir könnten dich mal reparieren und so. Wir haben schon ein paar Eier hier, ne? Richtig gut. Die werden wir später irgendwann mal alle gebrauchen. Irgendwann mal, wenn wir mal ganz reich sind und so. Und nicht mehr wissen, wo wir hin sollen mit unseren Eiern. Dann können wir die hier ja mal raus. Bis dahin lassen wir die schön vermehren, dass da Salmonellen reinkommen. Damit der Doktor hier auf dem Marsch auch was zu tun hat, ne? Also das machen wir später. Lass uns jetzt hier hin. Das ist jetzt mal wichtiger. Aber da hängen wir jetzt eben um. Sicher, sicher. Machen den Wagen eben leer, dann kommt jetzt hier der Cerion drin, weil alles andere ist Bullshit. Dann fahren wir mit diesem hier halt das Gemüse auf den Hof um. Und der Cerion, der hat ein bisschen mehr Wumms unter der Haube, den macht das ein bisschen fixe. Hier mit, das ist Quälerei. 225 PS und nix unter der Haube. Das ist ein Graus, ne? Und ich wahrscheinlich an den Asphalt-Trennscheiben, die wir da drauf haben, aber... war halt so. Dann kann der Schlüter nämlich auch gleich. Dann sag mal... Ja, dann kann der ja auch gleich wieder an mich schrauben. So war das. Die Denkensweise. Ich hab's heute nicht drauf, ne? Nee, hab ich heute noch. Aber wie gesagt, heute bin ich nicht so gut zufrieden. So, wie gesagt, eben fix umhängen. Dann müssen wir auch noch rausfahren. Das ist ja alles kein Problem für uns, ne? Jetzt stellen wir eben hier. Guck mal so. Wir gehen eben schnell hier hin. Hol den Wagen schon mal raus. Stellen den Wagen hier hin. Und du kommst jetzt eben und Larva, wie gesagt, das Sammeln ist dann einfach entspannter. Geht ein bisschen schneller. Wir haben ja auch noch ein bisschen was zu sammeln. Eigentlich habe ich erst gedacht, den JCB hier dran zu hängen, aber wenn der Hyundai sich mit dem Wagen schon nass macht, ne? Der JCB hat 10 PS mehr. Wisst ihr direkt Bescheid, ne? Dann werden wir auch nicht des Lebens froh. Und den wollte ich eben haben. Wir müssen nämlich noch ordentlich Silage umfahren. Weil sonst läuft nicht. Ne, ist so. Mist, müssten wir auch noch umfahren? Ey, der Cerion, der müsste eigentlich fertig sein. Ich habe den Cerion, unseren alten Cerion, hatte ich nämlich losgeschickt. Mist fahren. Ja, hab einen Mistpunkt hier am Kuhstall angestellt, oder eingestellt, ne, dass er hier noch ein bisschen Mist fährt, hier und da. Aber anscheinend ist er wohl auf Feld 30 schon fertig. Und Feld 9 können wir leider noch nicht fahren, da liegen noch Ballen. Habe ich noch gar nicht nachgeguckt. Bin ich da drüber gehüppelt die ganze Zeit? So, dann bleibt er mal eben hier stehen. Wir gucken mal eben nach. Ich fahre gleich um. Ihr seid hier am Fahren. Guck, hier ist fertig. Haben wir für Feld 61 einen Kurs. Machen wir eben hier raus. Feld 61 brauchen wir mal. Da haben wir doch einen Kalkkurs, ne? Feld 61, den machen wir raus. Kein Kurs hier hin. Voll 61. 61. Kolken 24 Meter. Den können wir nehmen. Alles klar, Rakete. Dann macht er mal weiter. Kann der da Mist fahren? Weil wir haben genug von dem Zeug. Hoffentlich fährt er durch den Schaustall. Ey, komm, wir fahren den. Achso, der können wir hinten hinstellen. An der Düngerproduktion.
Das Fass. Wir müssen doch noch mal ein, zwei Fass Gülle umfahren vorne. Bevor es dunkel wird. Aber jetzt müssen wir erstmal ein bisschen dritte Kohle in den Stall fahren, ne? Bei den Hühnern. Das dürfen wir nämlich nicht vergessen, weil sonst müssen wir wieder irgendwann an Körnertod sterben, weil sie nichts mehr haben, ne? Wegen diätmäßig und so. Und das wollen wir nicht. Deswegen fahren wir da jetzt in dritte Kohle hin. Dass die da mal wieder so ein bisschen durchschnaufen können, ne? Den stellen wir eben hier hin. Dann kann hier nämlich auch schon mal nichts mehr schief laufen. Da ist ordentlich Gülle noch drin, ne? Da ist eine ordentliche Gülle drin. Die Reste werden so langsam knapp, die müssten wir mal umfahren. Aber sind auch nur 180.000 Liter drin, also von daher. Ja, es wird nicht langweilig. 60.000 Liter Flüssigdünger. Ist auch gut. Die Silage formen wir eben hier in Stall. Okay, ich habe den jetzt halt hier auch einen Punkt gegeben, dann brauchen wir den Mist nicht jedes Mal ins Hofsilo formen. So von meiner Denkensweise. Spart uns ja auch Zeit, ne? Dieses Umgebrackel hierhin und dahin, das haben wir jetzt nicht mehr. Das war ganz sinnig in meinen Augen. Ihr könnt auch mal ein Wäscherchen vertragen, wenn wir dann fertig sind. Aber jetzt eben dritte Kohle in den Wagen. In den Hühner ist gefüttert. Dass die da nicht an Hungertuch nagen müssen, ne? Nicht, dass die hinterher irgendwie auf Wanderschaft gehen oder so mit einem Demoschild. Wir wollen nicht mehr bei Svenny wohnen, gibt kein Futter. Der ist uns ja nicht mitgeholfen. Deswegen, eben fix da was den Stall vorn. Er ist auch schon da. Das ist gut. Ne, wir brauchen dritte Kohle. Hier ist auch noch so viel. Macht den mal fast voll. Das wird nicht alles reingehen, ne? So muss passen. Apfel. Hupe ist kaputt bei dem Moped, ne? Oh, er kann schon mit Licht fahren. Das wird aber Drucki. Schicker. Na, egal. Kriegen wir hin, kriegen wir hin, kriegen wir hin. Ja, ja, ja. Schön, dass du da bist. Da freue ich mich ja. Guck mal, dann sind die auch wieder glücklich, können wieder ordentlich Eier machen. Müsste nämlich alles reingehen. Ja, 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 perfekt. El perfecto. Wie siehst du, ich habe hier noch Heu hingeschmissen, ey. Und wir haben noch eine ganze Wiese zum Absammeln. Junge, Junge, aber Bornlager ist voll. Das ist nicht schön, wenn immer alles voll ist. Hier nehmen wir mal eben Wagen raus. Fahren wir in die Düngerproduktion, weil morgen quillt der nichts auf den Übel. Wie viel ist da? Wir haben... Seht ihr Mist? Hier, 289.000 Liter Mist haben wir noch. Und wie viel Gülle haben wir noch? Zeigst du mir das bitte mal an? Ja, das ist bei Kuhstall, ne? 600.000 Liter Gülle. Junge, Junge, Junge. Hey, weiß Bescheid. 600.000 Liter Gülle haben wir schon. Ja, ich komme da hin, mein kleiner Freund, du Kupferstecker. Keine Panik. Ja. Panik ist gut.
Wall, hier steht alles im Weg. Ja, dann bleibst du erst hier stehen. Wir müssen eh erst. Du bist fertig. Moment, Set. Klapp dich mal ein, ne? Dann kannst du auch zum Hof tanken hier vorne. Und das klappt hier wieder richtig gut, ne? Hof. Tanken. Abflug. Muss aber jetzt nicht jede Bolle mitnehmen, ne? Nur so nebenher gesehen. Das läuft ja irgendwie nicht so gut. Du machst hier mal bitte weiter. Ich fahr noch fleißig, da bin ich ja beruhigt, ne? Das läuft noch, er ist fleißig. Er ist schon wieder unterwegs dahin. Das läuft. Das hab ich mir gedacht. Mit wem wollte ich hier hinhüppeln? Wir müssen mal Ballen sammeln. Z, Z, Z. Bö. Weil sonst haben wir hier ein Problem. Dem Problem müssen wir entgegenwirken. Und dann kann der nämlich eben fix auch Häuser, ne? Dann ist das nämlich auch wieder weggeräumt, ne? So ist gerade der Plan. Wir fahren hier das Vorgewände weg. Dann kann der die Mission schön weiter ablutschen. Ja, genau, so ist der Plan. Hat er das hier fertig, ne? Wir eben nur hier die Ballen am Vorgewände wegsammeln. Dann können wir den LKW nämlich wieder abziehen. Kann den Heu sammeln. Dann können wir nämlich nur rein theoretisch diese neuen diesen Tag nisten. Wir müssen ja auch mal nisten irgendwie. Ja, Gülle, ja, 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 ja. Schwieriges Thema. Wir nächsten Ingame Tag nochmal gucken, wo wir noch bei uns auf den Flächen Gülle fahren können. Wieder keinen Stress kriegen. Sollen wir die Bauern noch mit wegsammeln? Ja, so machen wir das. Klingt einigermaßen noch ein Plan. Mhm. Hätte fast von mir sein können. Mhm. Ist er nicht. Ja, natürlich. Was ist denn mit dir los, Kollege? Wo ist denn die Leistung hin? Ich glaube, du musst verkauft werden. Nö. Haben wir kein Geld für uns jetzt hier noch so großartig neue Maschinen zu kaufen. Ihr seht ja, was da an Euronen runterprasselt hinter. Das ist auch niemand von der Hand zu weisen, das ist nicht gerade wenig. Ich glaube, die kommen auch zum Tierhandelbedarf, müssen wir gleich mal gucken. Ich habe noch nicht nachgeguckt. Das ist halt hier nicht vernünftig. Stehen was. Ja, es war so klar, dass er die Bolle dann nicht mitnehmen kann. So, 7 Ballen noch. Perfekto. Kann hier nichts mehr schief gehen. Er kann durchrödeln. Tippitoppi. Im nächsten Ingame-Tag haben wir dann noch ordentlich Ballen gesehen, ne? Kannst du stark von ausgehen. Und ne? Nehmen den auch noch mit. Danke dafür. Guck mal, haben wir das auch. Einmal, liebe Leute, ich sag jetzt erstmal danke fürs Zugucken bisher, ne? Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich echt über ein Däumchen freuen, bin ich ja ganz ehrlich.
wenn es euch gefallen hat, hier auf dem Chaos-Kanal, und ihr wollt nichts mehr verpassen, dann würde ich mich echt über ein Abo freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.